Mach nie Radio. Radio ist morgens. Oder Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen ist total brutal. Also es ist noch brutaler als Radio, weil da musst du ja auch noch, musst du ja halbwegs vernünftig aussehen, ja, okay, du nicht im Jogginganzug. Radio ist, wo du da aussiehst. Ja. Deswegen finde ich Radio so großartig. Da kannst du ja echt. Du hast doch ein gutes Radiogesicht. Nein, tatsächlich. Ist so. Da fragen sich die Leute, warum ich ein Buch geschrieben habe, was Schlagfertigkeit ist. Ja, genau. Ich hab's geliebt. Vielen Dank. Gerne, ja. Gerne, freut mich. Wie lange dauert es bei dir, das Hörbuch einzusprechen? Ich bin ja Profi. Ich habe das ja schon dreimal gemacht, weißt du? Dreimal. Ich will jetzt nicht sagen, dass du ein Anfänger bist. Doch. Ich habe zum allerersten Mal, ich durfte mal ein Kapitel einsprechen beim Seelenbrecher. Da wurde ich gebeten, das wäre als Bonustrack. Und dann kamen die ersten Rezensionen, die sagten, ah, super, gutes Buch. Simon Jäger, Typ, war wirklich ohne Witz. Wer zum Geil ist denn der Verrückte, der am Ende da mit dieser schrecklichen Stimme? Weil ich brauchte 4 Tage. Ach guck, ja. 4 Tage. Wie lange brauchte ich? Ich glaube 3,5. Und wir haben uns echt schon sehr, sehr viel Zeit gelassen. Mhm. Ja. Nee, demütige mich mal ein bisschen. Kein Problem. Aber weißt du, was krass ist? Das ist ja auch echt anstrengend, weil man ist ja gar nicht, du musst ja voll bei der Sache bleiben. Ne? Beim ersten Buch war das so, dann liest du und liest und liest du. Und zwischendurch dachte ich, oh, wir haben 15 Uhr, hoffentlich sind die Kinder schon abgeholt. Zack, kommt die Stimme aus dem Off, die dann sagt, Nicole, wo bist du mit den Gedanken? Hörst du sofort, wenn du abschweifst. Ach, bist du richtig angeschrieben worden, ja? Ja, aber wie? Aber wie? Ich bin heute noch in Therapie. Das ist ja eine Stunde davon. Ich finde, es geht auf die Stimme natürlich. Ich bewundere ja die Sprecher, die auch schreien können zwischendurch und dann wieder nochmal. Also, und das über eine lange Zeit. Wenn man halt viel, viel quatscht. Du bist als Kölnerin vielleicht gewöhnt. Bei mir, also Berliner sind ein bisschen wortkarg. Dann, echt? Ja. Hörst du es dir selber an? Ich habe mir Auszüge angehört. Und war dann so ein bisschen erschrocken. Ich dachte, das ist besser. Also, vom Inhalt oder von der Stimme her? Ja, nee, von der Stimme her tatsächlich, man hört sich eben komplett anders. Hast du zwischendurch auch Wörter, wo du denkst, scheiße, wieso hast du dieses Wort da reingebracht? Ich hab's verändert. Ich auch. Welches Wort war's bei dir? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ich denke, ich mach mich jetzt hier lächerlich. Haus. Die. Gott, haben wir durch der ersetzt. Klingt mega. Ein bisschen komisch jetzt, aber. Weißt du eigentlich, habe ich dir das schon mal aufs Butterbrot geschmiert, aufs Leberwurst-Butterbrot, dass ich wegen jemandem eine Lungenentzündung hatte? Nee. Doch, ohne Scheiß. Ich habe Der Seelenbrecher in der Badewanne gelesen. Und habe nicht gemerkt, wie das Badewasser kalt geworden ist. Und habe da über Stunden drin gelegen und irgendwann kam mein Mann rein und sagte, ich wollte nur mal gucken, ob du noch lebst. Und dann lag ich da völlig unterkühlt und war aber nicht in der Lage. Ich habe deine Lungenentzündung gemacht. Hör mal, eigentlich bist du mir noch was schuldig. Ganz ehrlich. Du bezahlst den Kaffee. Ja, okay, das mache ich gerne. Aber du mochtest mich da trotzdem. Weil wenn du mir eine Lungenentzündung verpasst hättest, ich bin mir nicht so sicher. Naja, es war ja auch eigenverschuldet so ein bisschen. Ich bin ja durchaus reflektiert. Ne? Ach so. Aber was ich bei dir eben gemerkt habe, ist diese Neugier, diese Offenheit. Da ist jemand, der hat Erfolg. Du hattest ja, als wir uns kennengelernt haben, schon ein sehr, sehr erfolgreiches Buch geschrieben mit einem, wie ich finde, sehr genialen Titel, weil er einerseits Tiefgang hat, andererseits lustig. Es ist ja wirklich ein schwieriges Thema wie Brustkrebs so rüberzukriegen, dass man ja nicht in Schockstarre davor sitzt und betroffen ist, sondern dass man so ein Thema mit Leichtigkeit glaubhaft rüberzubekommen, das größte Umstände halber abzugeben, das war ja dein erster riesiger Erfolg. Wir haben uns kennengelernt und dennoch hast du nicht gesagt, hier, ich bin die Queen, sondern lass uns doch mal gemeinsam hören, was man noch machen könnte und wie man bei deiner Personality ansetzen kann. Und das macht eben wahnsinnig viel Spaß. Ja, und siehst du, 4 Jahre später sitzen wir hier und quatschen über unsere neuen Hörbücher. Richtig. Es gehört ja zum Selbsterhaltungstrieb, Essen. Und ja, ist so. Also, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Doch. Eine schöne Ausrede. Naja, ich finde ehrlich gesagt keine Ausrede, sondern eine absolute Willensstärke. Ich habe eine große Bewunderung dafür, wenn man diese Disziplin hat. Ich habe sie nicht. Ich muss nach jedem Kapitel
ein Kinderriegel essen. Ja, aber ich habe erstens, habe ich mir gar keine Ziele mehr gesetzt, das war das Erste. Ja. Das Zweite ist, ich habe viel mehr Bewunderung für die, die nicht in die Verlegenheit kommen, 30 Kilo abnehmen zu müssen, weil die haben ja über Jahre eine viel größere Disziplin. Die haben als gute Gene. So nämlich. Und einen ganz schmalen Knochenbau. Genau. Ne? Das ist ja alles... Einen höheren Umsatz, Grundumsatz. Grundumsatz. Wir haben x Tausende von Gründen. Nee, aber das sind ja die Ausreden, auf die dein Buch eingeht. Ne? Genau, es geht auch um all diese Ausreden, die ich gerne vorgeschoben habe und es auch bis heute noch tue. Ja. Und, also ich habe heute extra schwarz angehört, das macht nämlich schlank. Alle, wenn ich diese Strickjacke alleine sage, oh, du hast abgenommen. Das stimmt aber gar nicht. Echt? Hätte ich eigentlich gar nicht gesagt. Ja. Und dein Hörbuch setzt da an, wenn du keine Gelegenheit mehr hättest, deinen Kindern zu sagen, was du ihnen mitgeben möchtest. Also über Abnehmen habe ich da relativ wenig geschrieben. Ich habe tatsächlich, ich habe so mal gedacht, okay, was angenommen, ich hätte jetzt morgen keine Gelegenheit mehr, meinen Kindern das auf den Weg zu geben, was ich gerne wollte, habe ich überlegt, und was würde ich eigentlich sagen? Ich dachte, es ist ganz einfach. Ich dachte, ich habe so ganz klare Prinzipien und ich höre mich auch ganz gerne reden manchmal und wäre doch häufig, nicht. Nee, ne? Und dann wäre auch manchmal gefragt, dann gebe ich, und ich dachte, das sind alles kluge Ratschläge, und als ich da aber niederschreiben wollte, habe ich gemerkt, nee, also so hundertprozentig gefestigt in deinen Prinzipien bist du ja gar nicht. Da gibt es ja immer irgendwie Ausnahmen. Und da habe ich eben irgendwann beim Schreiben gemerkt, das schreibe ich jetzt eigentlich nicht nur für meine Kinder, das schreibe ich eigentlich auch für mich selbst mal, um wirklich mal meinen Standpunkt zu definieren. Und das ist auch keine Gebrauchsanweisung fürs Leben, was ich da gebe. Also da wäre ich auch bei meinem nicht sehr geradlinigen Lebenslauf nicht das leuchtende Vorbild, sondern... es ist eigentlich wie so ein Stolperstein, nach dem Motto, ich sage, das ist momentan meine Sichtweise der Dinge. Und du kannst sie komplett ablehnen und sagen, das ist ja total Quatsch. Aber dann, würde ich jetzt meinen Kindern sagen, ja okay, dann sag mir mal deinen Standpunkt. Mhm. Das sozusagen hat erstmal mir, also ich habe mir mal wieder für mich selbst, wie bei meinem Psychotherapeut, mich selbst therapiert. Ich bin ja nun Kölnerin, ich bin ja nun auch in der Großstadt groß geworden. Aber ja, doch, aus Berlin ist das eigentlich so oft. Ne? Dieser Wunsch nach Ruhe, weil, das weißt du, wir sind beide viel unterwegs. Ja, und dieser Wunsch nach Ruhe, der hat sich echt manifestiert. Ich bin unterhalb der Woche teilweise mit Hunderten, manchmal sogar mit Tausenden Menschen zusammen. Und dann merke ich bei mir selbst, bin ich irgendwann leer gesprochen. Ich mag dann noch nicht mal mehr telefonieren. Ich bin dann durch. Und dann brauche ich dieses Langlegen. Ich schaukel mich zu Hause ein. Wir haben eine große Veranda, da ist ein Schaukelstuhl. Und dann schaukel ich mich ein. Und dann will ich auch tatsächlich keinen Nachbar haben, der rüberwinkt und sagt, ach, da sind Sie ja wieder, erzählen Sie doch mal nichts. Das ist gerade nicht. Ne? Na gut, das kann ja in Berlin nicht passieren. Ja. Da guckt der Nachbar weg, wenn du rausgehst. Ja. Ja, da ist er schon wieder. Hoffentlich erzählt er nichts. Und zum Schreiben. Ich brauche ja Aussicht zum Schreiben. Ich auch. Dieses. Ja. Und das habe ich, da muss ich früher immer für wegfahren. Und jetzt habe ich es da, die Aussicht. Also ich schreibe jetzt zu Hause. Das ist sehr interessant. Also die Aussicht brauche ich auch, weil tatsächlich ich mag das auch nicht, wenn eine Geschichte im Schlachthaus sofort anfängt. Also gibt einige das Geschichten. Das berührt mich sehr. Nein, also Saw Teil 1 fing in einem ziemlich rostigen Keller an. War ein guter Film. Ja. Aber ich lebe in einer Großstadt, aber am Rande, zwar 5 Minuten vom Kudamm entfernt, aber ganz nah am Grunewald dran. Das heißt also, das ist für mich das Tolle an Berlin, dass man eigentlich alles hat. Du hast Orte, wo du denkst, du bist tatsächlich irgendwo in einem ganz anderen Land. Und am Wasser, das Einzige, was wir nicht haben, sind Berge. Und selbst den habe ich mal ein bisschen größer gemacht, den Teufelsberg für den Seelenbrecher. Und das Meer, da ist man halt 2 Stunden erst da. Aber du hast halt so wahnsinnig viele Leute. Und das inspiriert natürlich, also unterschiedliche Leute, unterschiedliche Lebensauffassungen. Und du könntest ja längst nicht mehr vorstellen, in einer Großstadt zu ziehen. Ganz ehrlich, ich würde heute gar nichts mehr ausschließen. Ich habe früher so viel für mich ausgeschlossen und gesagt, das machst du. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, Buch schreiben niemals. Warum nicht? Weil ich das hat sich mir nicht erschlossen, wie man so lange bei einer Sache bleiben kann. Ja. Wirklich ausgeschlossen, aber ist mir das ja schon relativ früh mit diesen Schlagfertigkeitsgeschichten angeboten worden. Ich habe gesagt, nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht. Alles, wo ich früher gesagt habe, kann ich nicht, will ich nicht, gucke ich mir heute nochmal an, dass ich mein Buch über das Abnehmen schreibe. Ich glaube, nächstes Jahr kommt von mir Physik leicht gemacht. Irgendwie sowas. Weißt du?